Ja, Bosen Bernie. Ja, seit 54 Jahren fließt schwarz-gelbes Blut durch meinen Kreislauf, aber als echt der erste Trainer, wo ich schon vorm Spiel eine Darmspiegelung brauche. Als die Aufstellung kam, da bin ich echt leider Kyriakos und Anna nach meinem Lieblingsgriech in der Herke gefahren und hab erstmal einen Hektoliter Oso in der Glatze gehauen. Naja, immer ist ja nochmal gut gegangen. 1-0 gewonnen in Hoppelheim, trotz Favre. Weil ich glaube, diese Pörlerei, die wird wahrscheinlich nicht in die Geschichte eingehen. Aber was mal richtig geil im Kreislauf ist, seit gestern ist ein neuer Klopper geboren. Ich habe gleich bei der Schnapsbrennerei Bönte angerufen. Da kommt ein neuer Klopper, der wird heißen Belastungssteuerung. Hör mal, da mache ich mich mal richtig nass, aber mal richtig nass im Schlüpper. Hör mal, geh mal in die Serengeti und erklär so einen Silberrücken. Hör mal, heute lasse ich meine Ruhe. Heute ist Belastungssteuerung. Am Arsch, aber Katze knicken. Der haut dir morgens, mittags und abends, haut er dir alle Hauer aus der Kauleiste. Da gibt's auch keine Belastungssteuerung. Gestern Abend war meine Frau, die war läufig. Der wollte ich mal die Belastungssteuerung erklären. Ja, klasse. Seitdem, da kann ich auf dem Sofa knacken. Hat auch nicht geklappt, Mensch. Oder wenig Pulsfarbe. Geh doch mal nach Paragraph 1, nach München. Und erklär dem Lewandowski, du bist heute draußen. Wegen Belastungssteuerung. Hör mal, da kannst du gleich als Trainer, 10 Minuten nach der Aufstellung, kannst du deine Rheumadecke, kannst du einpacken im Kofferraum und kannst deinen Dienstwagen abgeben, Mensch. Unser Trainer, der stellt nach Frischer auf. Hör mal, wer sind wir denn? Borussia Tupperware oder was? Mann, hier, wie heißt der hier? Haarspray-Hut? Was soll das? Der läuft da rum wie so ein ADAC-Pannenhelfer, nur weil er frisch ist oder was? Und Viking Haaland draußen? Was soll das, Mensch? Der Trainer von Hoppelheim, der konnte 14 Tage nicht schlafen, weil er nicht wusste, wie er unseren Wikinger stoppen soll. Ja, aber unser Trainer hat nach 09 Tagen angerufen und hat gesagt, hör mal, kannst richtig schön heier machen. Weißt du warum? Weil ich nicht draußen lasse. Ich glaub das nicht, Mensch. Immer wenn wir ohne Neuner spielen, laufen wir da rum wie so ein Minensucher in Kambodscha. Das geht nicht, Mensch. Aber wenn mir richtig gestern Spaß im Oso gemacht hat, hier, das war der Kleine, der Bonsai Paslak, ja, richtig geiles Spiel. Und Derby Leni, hör mal, der hat mehr Zweikämpfe gewonnen, als der Windler Aussetzer in den Glatze hat, ja, hör mal, bester Mann auf Platz, richtig Hammer der Typ. So, jetzt kommt hier Champions League und Derby ohne Zuschauer, ja, wo ich richtig Bock drauf habe, wie so eine Kreuzband-OP, hör mal, Corona, ich weiß nicht, ob der schon mal jemals einer gesagt hat, aber ich hasse dich, verpiss dich endlich, ich will dich nicht mehr, keiner will dich nicht mehr, du gehst allen mal richtig auf den Zeiger, ja. So, jetzt muss ich mal runterkommen. Entenfüttern fällt heute auch aus, da meine Enten heute auch eine Belastungssteuerung haben am See. Also, ich werde jetzt aufs Sofa gehen, ohne Neuner, werde mir ein Konterbierchen und einen Klopper in die Glatze hauen. Hör mal, bleibt alle Pörler, alle Borussen, alle, die das runde Leder lieben, bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, weil am Ende des Tages gibt's eh nur eins. Es gibt eh nur eins. Nur der BVB, aber nur der BVB.